Und wieder mal ein herzliches Willkommen zum Umbautagebuch der XT500. Hier seht ihr den Kennzeichenhalter mit dem Lichthalter. Das ist ein Kombiteil, was ich gebaut habe. Das enthält auch hier die Blinker, die einen Abstand von 18 cm nur benötigen. Das habe ich im Video einmal falsch gesagt am Anfang. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das zusammengebaut habe. Also hier hinten soll jetzt noch der Kennzeichenhalter dran mit den Blinkern jeweils rechts und links und das Rücklicht hier unten drunter montiert werden. Dazu will ich mit Aluminiumblech hier diese Montagepunkte nehmen und das Ganze noch mit so einer diagonalen Querstrebe ein bisschen abstützen. Dann legen wir jetzt mal los. Also so sieht jetzt das Blech aus für das Licht. Ich habe es hier zweimal ein bisschen gebogen, damit das gut runterpasst, weil das Schutzblech ja auch eine Wölbung hat. Und hier hinten wird dann noch eine Lasche angebracht, dass wir das an den beiden anderen Schrauben vom Schutzblech festmachen können. Die Schrauben hier oben sind klein ein bisschen eingesenkt, damit das alles schön passt. Kann ja hier erkennen, die leichte Wölbung vom Schutzblech, und dann schmiegt sich das hier schön an und sieht, ja, man sieht es fast gar nicht. Der erste Test. Es leuchtet. Wer hätte es gedacht? Und das ist das Bremslicht. Und wenn man es ausmacht, ist es auch sehr unscheinbar. Den Rest fallen wir raus. Das gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Also der kleine Streifen ist jetzt hier so montiert mit Karosseriescheiben und ich habe den jetzt mal hier markiert, dass ich es besser schweißen kann. Ich werde jetzt noch dieses Blech hier am Ende biegen auf den gleichen Radius dieses Streifenteil hier und dann werde ich es mit 2, 3, 4, 5, 10.000 Punkten anschweißen und dann kann man das Teil draus machen nach hinten und dann hier festmachen an diesen drei Punkten. Dann sollte das sehr stabil sein und dann können wir hier im nächsten Schritt das Kennzeichen, also die Platte für den Kennzeichenhalter, auch anschweißen. Also ich werde es jetzt erstmal anpunkten und dann nochmal im Motorrad montieren, um zu testen, ob es klappt, und dann werde ich es noch mit 2, 3 Punkten versehen. Das muss ja nicht so stabil sein. Das wird auch so funktionieren. Also ganz komplett durchschweißen muss ich es nicht. Wichtig ist beim Schweißgerät nicht zu vergessen, auf Wechselstrom umzuschalten. Und wir haben so ein 3 mm Blech und deswegen werde ich jetzt so ungefähr 120 Ampere mal nehmen. Dann teste ich, wie das funktioniert. Ganz wichtig ist auch, den richtigen Zusatz zu nehmen. Ich habe nämlich schon mal Aluminium versucht zu schweißen mit einem Edelstahldraht, weil ich es nicht gesehen habe, weil die lagen nebeneinander und man sieht ja kaum einen Unterschied, wenn man den Schweißhelm auf hat. Das war ein bisschen doof, aber das hier ist jetzt Alu. Ich muss jetzt auf der anderen Seite noch einen Punkt. Dann werden wir jetzt mal ein Motorrad kurz montieren. Das sollte jetzt reichen. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich ein Schweißgerät zu holen, was auch Alu schweißen kann. Bei so Kleinigkeiten ist dann echt vorteilhaft. Und es ist auch wirklich nicht schwer. Ich bin kein Profi, man sieht's, aber es hält. So, wie man sieht, passt's. Ich habe das so gemacht, dass man es von vorne nach hinten einhakt. Das, wenn der Wind gegen das Kennzeichen ballert, es nicht rausfällt. Das ist der einzige Grund, warum ich das gemacht habe. Die Kennzeichenplatte ist jetzt soweit fertig. Da oben ist das Nummernschildlicht, also Kennzeichenlicht. Und ich werde jetzt das Ganze hier oben irgendwie so anbringen. In einem gewissen Winkel natürlich.
Und da habe ich überlegt, dass ich einfach hier oben ein Stück Alu anschweiße. Es ist leider doch zu kurz gewesen. Und das dann oben verschraube. Das heißt, ich kann dann das Nummernschild auch mal abmachen, wenn ich möchte. Und die Diagonale, die geht auch von hier. Die schweiße ich wahrscheinlich an ans Kennzeichen. Und dann oben auf den Punkt da oben, wo das andere auch dran ist, kann man das Gesamte abnehmen mit den Blinkern. Dann halten wir es mal an. Und zwar kommt das da unten runter so ein bisschen. Dann kommt das da so dran. Das ist das dritte Mal oder vierte Mal, dass ich was schweiße. Es wird natürlich jetzt verschliffen. Aber ist doch okay. Mal kurz raus. Die werde ich hier hinten schön am Kennzeichenblech anbringen. Ungefähr hier werde ich so kleine Alu-Stückchen anlöten. Und der Abstand von 18 cm wird eingehalten. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es ist 18 cm und nicht 19. Also genauso breit wie das Nummernschild. Das gilt von Glas zu Glas. Und dann bauen wir die so an, dass die so sind. Und dann fällt das kaum auf und es ist alles legal und offiziell. Super schön. Also ich habe das jetzt durchgeschweißt, das sah doch kacke aus mit den Punkten. Und dann habe ich hier noch so eine schöne Strebe eingebaut, die habe ich hier festgeschweißt. Und jetzt ist das Ganze ziemlich brutal stabil. Und hier an den Seiten habe ich die Blinkerhalter noch angeschweißt. Und da kommen jetzt gleich die kleinen Blinkerchen rein. Und dann fehlt nur noch hier die, das kleine Stück, damit das Nummernschild-Licht gut positioniert ist. Und dann ist der endlich auch fertig. Der wird dann natürlich noch komplett gepulvert, damit er schön schwarz ist. Und dann passt alles perfekt. Als letzten Schritt vor dem Eloxieren der Teile bringe ich hier jetzt noch die Kabeldurchführung an. Da habe ich mir hier so ein Set gekauft mit so komischen Gummitüllen und bohre jetzt hier noch ein paar Löcherchen, damit die Kabel dann schön im Heck hinten verschwinden und durch die Vibration dann nicht aufscheuern. Und am Ende wird es dann ungefähr so aussehen. Jeweils eine Kabeldurchführung für die Blinker, Kennzeichenhalter und oben noch für das Bremslicht und Rücklicht. Dann werden die Kabel oben rumgeführt und unten ist alles schön sauber. Das sind immer diese kleinen Details, die niemand sieht, aber man selbst weiß einfach, wie cool das dann am Ende ist. Also die Teile sind jetzt wieder vom Eloxieren zurück. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe noch nicht wirklich viele Teile eloxieren lassen. Bei den Teilen sieht man jetzt hier noch die ganzen Kratzerchen und so. Das ist aber nicht wirklich relevant, weil hier kommt ja ein Nummernschild drüber und das Teil sieht man überhaupt nicht von unten. Wenn man wirklich sichtbare Teile hat, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass fast keine oder am besten gar keine Kratzer drin sind. Ja, in dem Fall war es ja egal. Wie gesagt, so sehen sie jetzt aus und dann werden sie bald montiert.